Das ehemalige Kernkraftwerk Greifswald. Seit 1995 wird es zurückgebaut, also in seine Einzelteile zerlegt. Gebäude, die alle Belastungen aushalten sollten, vollgepumpt mit Stahl. Eine Mammutaufgabe. Vieles ist radioaktiv verstrahlt und deshalb muss die ganze Anlage so klein gemacht werden, dass sie am Ende in dieses Strahlenmessgerät passt. Ein Nadelöhr. Wann wir das wirklich alles schaffen, wissen wir nicht. So wie hier in Greifswald sieht die Zukunft der deutschen Atomenergie aus. Der Ausstieg ist beschlossene Sache. In 3 Jahren ist ganz Schluss mit der Hochrisikotechnologie. Doch gerade diese letzten Jahre sind sehr gefährlich. Wenn es zu einem Störfall kommt, zu einem Brand, das kostet mehrere Millionen. Der Bericht dieses Insiders hat uns verstört. Wir haben ihn hoch oben in der Abgeschiedenheit der Schweizer Alpen getroffen. Meine Kollegin Annika Jöris vom Recherchezentrum Korrektiv und ich. Er will auf gar keinen Fall erkannt werden oder dabei beobachtet, wie er mit Journalisten spricht. Jahrelang hat er in Atomkraftwerken gearbeitet, war überzeugt, dass die gefährliche Technologie unter Kontrolle ist. Heute hat er Angst, weil die Anlagen alt geworden sind und weil aus Spargründen nicht mehr alles getan werde, was nötig und möglich ist für die Sicherheit im Atomkraftwerk und damit für die der Menschen drumherum. Ich weiß, wie das abläuft, wie es jetzt abläuft und wie es vor Jahren abgelaufen ist. Das kann man nicht wegstecken, das ist unbegreiflich. Eine so riskante Technologie wie die Kernkraft, die es ja auch ist, kann man doch eigentlich gar nicht mit Sparpolitik betreiben. Ja, genau so ist das. Da muss man nicht höhere technische Fachschule haben. Das merkt man auch mit gesundem Menschenverstand. Und trotzdem passiert's. Ja, auf Teufel komm raus. Vor allem eins macht ihm Sorgen: die Brandschutzklappen. Wegen der Radioaktivität sind Atomkraftwerke so konstruiert, dass man im Falle eines Brandes Räume lieber ausbrennen lässt. Damit kein giftiger Rauch in andere Räume gelangt, müssen Brandschutzklappen die Lüftungsanlagen dicht machen. Diese Klappen sind fest im Beton verbaut, von Anfang an. Und das ist ein Problem. Beispiel Gösgen, wo unser Informant auch tätig war. 40 Jahre ist der Meiler mittlerweile alt und er ist keine 40 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Bei einem Super-GAU hier wären auch Deutsche innerhalb kürzester Zeit betroffen. Wir sprechen mit Jürgen Joss, einem ausgebildeten AKW-Lüftungstechniker, dem die Kernkraft irgendwann zu unsicher wurde. In Bezug auf die Brandschutzklappen ist wirklich das Problem, dass es hier um eine ganz große Nachrüstung geht. Man muss dicke Mauern durchsägen und Klappen ausbauen, wieder einbauen. Man muss dazu Stilllegung machen. Und ja, das gibt dann riesige Kosten. Schon der Stromausfall von dieser 1000-Megawatt-Anlage ist natürlich pro Tag schon ein richtiger Batzen. Und ja, das ist natürlich nicht im Interesse vom Betreiber. Auf 1 Million Euro pro Tag schätzen Experten den Verdienstausfall einer solchen Anlage. 720 Klappen müssten instand gesetzt werden. Auch die Schweizer Atomaufsicht ENSI fordert Nachbesserung. Die Brandschutzklappen seien nicht mehr auf dem heutigen Stand der Technik. Und Deutschland? Hier produzieren noch 7 Atomkraftwerke Strom. Baubeginn war bei allen zwischen 1976 und 82, also vor mehr als 30 Jahren. Insgesamt sollen tausende Brandschutzklappen hier für Sicherheit sorgen. Beispiel Brokdorf in Schleswig-Holstein. Baubeginn 1976. 600 Brandschutzklappen gibt es hier, von denen gerade einmal 10 in den letzten 15 Jahren ausgetauscht wurden. Die anderen 590 stammen also noch aus der Anfangszeit. Der Brandschutz soll die Achillesferse der Atomkraftwerke sein. Davon ist Brandschutzexperte und Atomkraftwerkgutachter Matthias Dietrich überzeugt. Jede Technik, und das gilt natürlich auch für den Brandschutz, hat irgendwo ein Verfallsdatum. Ja, Sie müssen sich überlegen, die Brandschutzklappen, die sind dann Jahrzehnte alt, die müssen regelmäßig ausgelöst werden. Das ist eine Belastung für die Klappe. Und gerade bei den ganz alten Klappen, die waren noch nicht so stabil, so massiv gebaut, haben wir inzwischen doch Kenntnis darüber, dass nach Hunderten von Auslösungen über die lange Zeit eventuell sich Haarrisse bilden, Beschädigungen bilden. Und die sieht man nicht. Die können aber dann im Brandfall entscheidend sein, weil dann plötzlich ein Teil der Klappe wegplatzt und das Schutzniveau nicht erreicht wird, was wir eigentlich von dieser Klappe erwarten.
Neben der Alterung gibt es weitere Probleme. Moderne Brandschutzklappen reagieren auf Rauch oder können per Motor ferngesteuert werden. Ihre Vorgänger, die vor mehr als 30 Jahren verbaut wurden, lösen dagegen erst aus, wenn der Brand bereits in vollem Gange ist und eine Temperatur von mindestens 70 Grad erreicht wird. Dann schmilzt ein kleines Stück Metall, das Schmelzlot, und eine mechanische Zugfeder lässt die Klappe zuschnappen. Toxischer oder radioaktiver Rauch sind dann schon längst in andere Räume gezogen. Eine veraltete Technik soll uns also schützen. Wie viele Brandschutzklappen wurden in deutschen Atomkraftwerken erneuert? Über Monate haben die Kollegen von Korrektiv versucht, genaue Angaben dazu zu bekommen, von den vier zuständigen Landesumweltministerien. Neben Brokdorf gab es aber nur noch eine Antwort für Neckar-Westheim 2 in Baden-Württemberg. Hier wurden 6 von 723 Brandschutzklappen ausgetauscht. Auf Basis dieser Antworten sind wir zum Schluss gekommen, dass 5.500 Brandschutzklappen in allen Atomkraftwerken in Deutschland dort für Brandschutz, für Sicherheit sorgen sollen und dass seit Inbetriebnahme lediglich 20 davon, rund 20, ausgetauscht wurden. Das wären dann nicht einmal 1%. Wie viele Brandschutzklappen in den anderen Atomkraftwerken ausgetauscht wurden, konnten wir von den deutschen Aufsichtsbehörden nicht erfahren. Bei der Naturschutzorganisation BUND hat man schon öfter vor den Risiken gewarnt. Torben Becker hat den Eindruck, nicht die Sicherheit der Bevölkerung stehe an erster Stelle, sondern wirtschaftliche Interessen der Betreiber. Es wurden von vielen Experten Nachrüstung auch für die deutschen Atomkraftwerke gefordert, von denen viele bis heute nicht umgesetzt wurden. Es findet an keinem der noch laufenden Atomkraftwerke in Deutschland eine periodische Sicherheitsüberprüfung in der Restlaufzeit statt. Das sind schon gefährliche Zeichen, dass hier tatsächlich darauf gesetzt wird, es wird schon nichts passieren. Dabei muss doch das Wohl der Bevölkerung an erster Stelle stehen. Im Atomgesetz ist ganz klar der höchstmögliche Standard vorgeschrieben. Die Anlagen müssen immer dem Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen. Bei Brandschutzklappen, die älter als 30 Jahre sind, kann das sicher nicht der Fall sein. Über unsere Recherchen hätte ich gerne mit der Bundesumweltministerin Svenja Schulze gesprochen, aber es gab keine Zeit für ein Interview, stattdessen die Bitte, Fragen schriftlich zu schicken. Dann machen wir das so. Frage: Befürchten Sie, dass die Betreiber der deutschen Atomkraftwerke in den verbleibenden 3 Jahren nicht mehr alle nötigen Investitionen in die Sicherheit vornehmen? Antwort aus dem Ministerium: Auch für den verbleibenden Nutzungszeitraum bleibt bestmögliche Sicherheit das oberste Gebot und muss von den Betreibern jederzeit gewährleistet werden. Das Bundesumweltministerium wird seinen Teil dazu beitragen, dass es bis dahin keine Abstriche an der Sicherheit geben wird. Es wird insgesamt nicht mehr viel über Atompolitik diskutiert, seit der Ausstieg feststeht. Das bestätigt uns auch die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Umwelt und nukleare Sicherheit. Und sie erklärt, warum das Atomgesetz in der Praxis aufgeweicht wird. Denn ein Ausschuss regelt die Details und daran ist die Atomindustrie beteiligt. Und die Atomindustrie und die Betreiber haben die Hälfte. Also auch die Hälfte der Mitsprache in diesem kerntechnischen Ausschuss, die müssen im Konsens entscheiden. Das heißt, die Seite der Betreiber und der Atomindustrie, die ja immer eher ein bisschen im Blick haben zu sparen, die senken das Niveau. Und der kerntechnische Ausschuss legt alle Sicherheitsvorschriften fest. Heraus kommt der kleinstmögliche gemeinsame Nenner für die Sicherheit. Dabei steige das Risiko nach 30 Jahren Betrieb deutlich an, so die Politikerin. Und das zeigen auch die meldepflichtigen Ereignisse der vergangenen 5 Jahre. Defekte Bauteile lösten 2013 37% aller Störfälle aus, ein Jahr später schon 44% und 2017 sogar schon 49%, also fast die Hälfte aller gemeldeten Störfälle. Leiden die deutschen Kernkraftwerke an Altersschwäche? Zumindest laufen sie bereits jetzt länger als ursprünglich geplant. Es gibt nie genügend Sicherheit bei Atomkraft. Nur der Ausstieg, das Abschalten der Atomkraftwerke und der erfolgte Rückbau schafft Sicherheit. Und dieser Rückbau der Anlagen wird dann die nächste große Herausforderung. Pro Werk wird das Jahrzehnte dauern. Das zeigen die Erfahrungen aus Greifswald. Hier hat man 1995 begonnen und hofft jetzt in etwa 10 Jahren fertig zu sein. Ein riesiger Aufwand. Auf bis zu 5 Milliarden Euro werden die Kosten für Rückbau und Entsorgung geschätzt. Bezahlt aus Steuergeldern. Eine teure Aufgabe und noch dazu gefährlich für die Menschen, die sie erledigen müssen. Das war ein stahlausgekleideter Raum. Und der Raum war kein Raum, sondern eigentlich war es ein großer Behälter.
Diese Stahlauskleidungen wurden hier alle rausgenommen. Man sieht sozusagen noch, wie die hier befestigt waren, die Stahlplatten, auch an den Wänden hier. Aber wir dürften da jetzt nicht reingehen. Der Raum muss dann noch kontrolliert werden vom Strahlenschutz, ob dort trotz der Stahlauskleidung was in das Gebäude eingedrungen ist. Denn auch wenn man es nicht sieht, die Strahlung hat das Gebäude weiter fest im Griff. Auch das macht den Rückbau der Anlage so zäh und langwierig. Das ist unsere Hauptaufgabe, der Rückbau dieser Kraftwerke. Das heißt, erst die technologischen Anlagen alle raus, alle Technik raus, ausbauen. Und dann muss man gucken, was an radioaktiven Stoffen in das Gebäude eingedrungen ist, in die Fußböden, bei den Gullis, in die Wände. Und das wird auch noch rausgenommen. Wann wir das wirklich alles schaffen, wissen wir nicht. Rückbau, Brandschutzsorgen und ein aufgeweichtes Atomgesetz, aber kein Problem. Das Thema Atomenergie scheint auf der politischen Agenda ja erledigt. Der Ausstieg, beschlossene Sache, nur noch 3 Jahre. Wir müssen also nur noch die Daumen drücken, dass so lange nichts passiert, wenn es so einfach wäre.